Möge Allah Sajjala alle deine Reisen segnen nach Al-Kirin. Amen. Was war dein besonderes Erlebnisereignis, so, als du in Mekka warst oder Umrah gemacht hast oder Hajj, das dir nicht aus dem Kopf geht? Was war das Besondere, was wir erlebt haben? Erstmal möge Allah Azzawajal jedem Einzelnen ermöglichen, das Haus Allahs zu besuchen. Was ist das Erstaunlichste, das Eindrucksvollste? Schaut mal, wenn wir hier sind in Deutschland, dann denkst du, weil du praktizierend bist, dass du was Besonderes bist. Aber Wallahi, wenn du dort bist, dann weißt du, dass du niedriger als niedriger als niedriger bist. Du siehst einen 90-Jährigen, der mit gebeugtem Rücken die ersten drei Runden beim Tawaf, das ist Sunnah, schnell läuft. Und er kann eigentlich gar nicht laufen, aber er will die Sunnah noch praktizieren. Du siehst eine Person, er hat keine Beine mehr. Er sitzt auf so einem Board mit Rädern und schiebt sich mit zwei Holzklötzen um den Tawaf herum und er weint und weint und weint. Du siehst Leute, der macht Dua, indem er in die Niederwerfung sich befindet und ganze 40, 50 Minuten bleibt er im Dua. Ich sage euch, das sind Leute, die wollen das Paradies. Die wollen das Paradies und die wollen am liebsten dort sterben. Und dann sage ich mir immer, Subhanallah, wie Allah uns diese Gnaden aufzeigt, dass wir so schwache Diener sind, dass er uns aufzeigt, wer seine wahren, gläubigen Diener sind. Und dann bitte ich Allah Azzawajal um Vergebung, dass er uns armen Diener vergeben soll und uns zu denen recht leitet, was er am meisten liebt. Das ist, was kannst du anderes machen? Subhanallah, du siehst Leute, die haben nur vor, dort zu sterben. Wallahi, du siehst Leute, der ist im Rollstuhl und er wird geschoben und er ist so glücklich dabei. Er ist so glücklich dabei, er ist im Rollstuhl, kann nicht laufen. Aber es ist das Schönste, was er gerade erlebt, in seinem gesamten Leben. Und daher, das Schönste, was man mitnimmt von dort ist, dass man seine Stellung tatsächlich erkennt. Und dass man sieht, dass es wirklich Diener gibt, die mühen sich ab auf dem Wege Allahs Azzawajal, während wir sehr, sehr nachlässig sind. Möge Allah Azzawajal uns unsere Nachlässigkeit verzeihen. Na, bitteschön.